Kennt ihr das? So das Gefühl, jetzt läuft es und dann passiert sowas. Und jetzt hat er mir hier alles vertüdelt. Und es gibt so Dinge, da kann man dann auch über Abschneiden nachdenken. Ja, also ich versuch mal, ne? Mach mal. Moin! Wir sind jetzt hier an der Nordsee Heringe angeln. Und ihr wisst ja, da muss immer erstmal eine Angel ins Wasser. Ich verstehe nicht, warum meine Pose liegt. Es ist hier so viel flacher. Ich muss einmal ein bisschen nach rechts werfen, weil es hier so ein bisschen in diese Bucht reingeht. Auch kein großer Unterschied. Da muss ich, glaube ich, gleich das Vorfach kürzen. Aber dazu werde ich ja noch mal ein bisschen was erzählen. So, bester Rutenständer, den es gibt, Knüppel einfach in die Steine stecken. Das geht natürlich gar nicht. Ich habe Rutenständer mit. Die Idee ist, das kann ich ja nur beweisen, wenn da jetzt ein Fisch beißt. Das ist nicht so ganz egal, welches Heringsvorfach man benutzt. Und der Trend ist ja in den letzten Jahren ganz stark dahin gegangen, dass die Haken viel kleiner geworden sind und es fängt definitiv besser. Das haben wir hier in den letzten Wochen jetzt ein paar Mal so erlebt und man war einmal Heringe gekommen. Im Augenblick wird keiner gefangen, so wie das aussieht. Und wenn keine da sind, kann man ja auch gar nichts fangen. Aber wenn sie kommen, zeichnet sich dann schon das richtige Vorfach und vielleicht auch ein bisschen Methode, ne, aus. Und ich warte jetzt erstmal, dass sie kommen und dann tüdel ich mir eine Angel hin. Und dann werde ich euch auch noch mal was zu den Angelrouten sagen. Ja, so machen wir das, ne, Olli? Geiles Wetter, nette Leute rundherum. Alle dürfen mit rauf hier auf die Kamera. Keiner ist krank geschrieben, ich habe gefragt. Ne? Und ja, und dann gucken wir mal. Deshalb verstehe ich immer noch nicht, warum die Pose liegt. So, ich habe natürlich Rutenständer mit. Wir angeln ja hier eine spezielle Technik, deshalb, da haben wir aber schon mal einen Film drüber gemacht. Mit Pose, ne? Weil hier liegen so viele Steine, man reißt hier nur ab. Aber das könnt ihr euch angucken im Heringfilm von, ach, ich glaube im letzten Jahr oder vorletzten Jahr haben wir den gemacht. Also Pose geht hier auf jeden Fall gut. Die Vorfächer sollen das Thema sein. Dafür muss ich mich aber erstmal hier noch weiter organisieren. Olli, ich glaube, wir haben damit schon Heringe geangelt, ne? Haben wir einen. Wir haben noch schon mal damit geangelt. Mit der Z-Cast hier. Die möchte ich jetzt hier auch mal einsetzen. Total weicher Knüppel. Weich ist wichtig. Wenn die Ruten zu hart sind, dann fallen einem die Heringe ja immer runter. Und der Vorteil ist, hier muss man ja auch mit dem Stopper angeln. Und ihr wisst ja, ich liebe die Sito. Wollte aber ja gern so einen Angelstock haben, der schön weich ist, Länge passt mit etwas größeren Ringen. Und den hat ja Jürgen dann gebaut. Also Jürgen ist ja der Produktmanager, ne, für ZEPCO. Und da kann man richtig viel mit ausfressen. Wenn man die drauf hat und anhebt hier. Aber vielleicht fangen wir noch einen. Vielleicht kann ich das ja auch am Fisch zeigen. Wir sind ja mal gerade hier. So, und da baue ich jetzt mal einen Stopper drauf und eine Pose. Und dann nehmen wir mal das grüne Vorfach, ne, die Larven. Und das soll ja das Thema sein. Vorfächer, kleine Haken, die einfach dann besser fangen. Das kann man aber nur zeigen, wenn welche da sind. Ist das nicht eine Idylle hier an der Nordsee? Total cool, ne? Das haben ja viele Angler gar nicht so auf dem Zettel. Aber hier kann man auch Fische fangen. Und da sind auch ganz schön Leute da, ne? So mitten in der Woche. Ich hoffe ja, dass sie nicht alle krank geschrieben sind. Ich weiß gar nicht, wie die das hinkriegen, so in der Woche alle. Aber ich bin ja auch da, ne? So, ich spiele jetzt ja immer mit der Wassertiefe ein bisschen rum. So, wir haben fast ein bisschen wenig Wind, weil, also Ruten muss man hochstellen, da muss ein bisschen Bewegung drin sein in der Nummer, das ist so ähnlich. Moin,
Das ist so ähnlich wie, ja, hier Renkenangeln, ne? Mit der Hygiene und so. Und so werden hier auch die Heringe geangelt. Aber ich freue mich, dass wir mal keinen Wind haben. Aber jetzt wackelt die Pute nicht genug. Und gleich mal ein bisschen nachhelfen. Mal reizen, weil Biss habe ich gerade gehabt. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, ne? So, wir angeln hier, ja, Nordsee, bekannt, ne? Tide. Wir haben jetzt auflaufendes Wasser. Die meisten Angler sind so nach 2 Stunden vor Flut da, nehmen die Flut mit und gehen dann. Ich habe festgestellt, dass 2 Stunden nach Hochwasser, 1,5, 2 Stunden, nochmal eine super interessante Phase kommt. Und ja, auf jeden Fall ein Hering paddelt da noch rum. Dann wollen wir die zweite Angel fertig machen, weil hier wird dann auch zum Teil mit 2 Angeln geangelt. Das kann man natürlich nur machen, wenn genug Platz für alle da ist. Dann muss man auch mal sagen, hier wollen wir alle mal einfangen. Da bin ich ja für. So, jetzt baue ich trotzdem mal die Angel weiter. Da nochmal, jetzt habe ich Fisch. Ich habe jetzt mal ganz langsam gekurbelt, weil ich hatte hier so ganz vorsichtige Bisse an der Pose. Und ja, die Nordseebüttel hier, das sind richtige Löwen, ne? Ganz am oberen Haken. Da kann man jetzt ja auch schon was mit anfangen. Ja, okay. Kennt ihr, ne? Ich freue mich, ne? Mal sehen, ob das Zufall war. So, mal versuchen hier. Ich mache jetzt mal die Taktik. Baue ich jetzt noch mal. Bisschen weiter geworfen. Und wir hatten vorher schon 4 oder 5 Bisse. Einmal so gemacht, sind aber nicht hängen geblieben und eigentlich unüblich. Jetzt habe ich einfach mal ganz langsam gekurbelt, fällt das Blei wieder langsam runter und ich angel jetzt 2 unterschiedliche Vorfächer. Ich habe jetzt hier das Holographic-Vorfach drauf, das ist ein weißes Vorfach mit Glitterfäden, das zeige ich euch nochmal. Und rechts die Labe, das grüne Vorfach. Und gehen die meisten davon aus, dass das grüne Vorfach echte Fischhaut ist. Aber das ist Gummi, das ist ein grüner Gummi, der im Salzwasser so, der sieht fast schwarz aus unter Wasser. Mit einer kleinen grünen Perle davor. Und das sind so meine Favoriten. Und ja, kleine Haken, Größe 8, Größe 10, so, das ist heute Heringe angeln. Und hier Haken Größe 2 habe ich noch von vor 80 Jahren. Das klappt hier nicht. Klappt hier überhaupt nicht. Und da muss man ja auch mal ein bisschen probieren, ob die weiter draußen stehen oder ob der Schwarm mal unter die Kante drückt, weil die hier in den Stein laichen wollen. Aber jetzt habe ich ja einen Hering gefangen. Das kann ich ja schon mal auf die Tonne hauen, ne? Ja. So, jetzt habe ich hier die Z-Cast im Einsatz. Guck mal, wie schön weich die Spitze ist, wie schön weich die Ruder ist, ja. Und da habe ich ja mein grünes Vorfach drauf, also die laufen beide. Da brauchst du bald einen Kescher für diese Dinger hier. Guckt euch mal diese Heringe an.
So, Horst hätte jetzt angefangen zu singen an der Nordseeküste, zusammen mit Heinz. Habe ich hier erlebt. Aber das mit dem Singen und das war mir dann nicht so unbedingt der Hammer. So, wieder auf dem kleinen Haken, weißes Vorfach, Holographik. Guck mal hier, kannst ruhig mal, achso, Olli, sorry. Guck mal, das ist der erste Vorsitzende vom ASV Jübeck. Das ist mein Vereinsvorsitzender in Jübeck. Habe ich viele Vereinsvorsitzende. Ja, überall sind die verteilt. Jetzt kommen sie. Ja, sauber. Guck mal, wenn wir jetzt zusammenschmeißen, können wir deine Frau zum Essen einladen, wir beide zusammen. Ja, die ist selber neidisch, weil sie noch nicht angeln darf. Sie hat gestern die Prüfung bestanden, aber darf noch nicht. Oh. Du musst noch 2 Wochen warten, bis der da ist. Das ist gemein, ne? Das schlimmste Warten, was es gibt. Ja. Hast du das gesehen? Wo ist denn jetzt dieser Schnurrbogen? Immer hier mal wegdrehen hier. Der ist nach dem Biss, ist der Fisch gesprungen. Und wieder am oberen Haken. Ich werde gleich mal flacher stellen. Taktik, 2-mal oberer Haken. Machen wir gleich mal ganz flach. Und Heringe werden auch vernünftig abgeschlagen, so wie sich das gehört, und einmal gekielt. Okay? Der hat beide Haken genommen. Der hatte 2 Haken im Maul. So ein Biest. Wahrscheinlich im Sprung den 2. genommen. Da, nochmal. Guck mal da. Guck mal, der Biss. Pass auf. Guck mal da, auf die Pose. Hast du sie? Und dann nur langsam ankurbeln. Nicht auf die Idee kommen, anzuschlagen. So. Der, den schüttel ich mal ab, der ist untermaßig. Heringe haben in der Nordsee ein Maß von 20 cm und das hier ist ein 17er. Ja. Boah. Der hat die Pose auf den Kopf gestellt, der ist gesprungen. Dann muss ich mal kurbeln hier, dann ist er beim Nachbarn in der Leine hier. Oh, der hat mir alles vertüdelt. Der ist damit hoch, ist gesprungen und hat alles durcheinander gebracht. So ein Biest. So, das könnte sein, dass wir jetzt hier in diese Phase kommen. Ich habe ja eben gesagt, so eine Stunde, anderthalb nach Hochwasser geht noch mal was los. Draußen ging die Pose unter, dann legte sie sich hin, dann ist der Hering gesprungen, ohne Scheiß. Und jetzt hat er mir hier alles vertüdelt. Und es gibt so Dinge, da kann man dann auch über Abschneiden nachdenken. Kennt ihr das? So das Gefühl, jetzt läuft es und dann passiert sowas. Und dann kann man auch mal nervös werden. So, eins steht fest, ich habe Schuppen. Dagegen ist noch kein Shampoo erfunden worden, glaube ich. So, ich habe hier, wenn man mal so einen richtigen Tüdel hat, ne, kann man manchmal besser abschneiden. Mal gucken, ich dachte, ich hatte einen Biss. Ne, kann man besser abschneiden oder schon mal neu aufbauen. Kann ich das noch mal zeigen hier. So, ein Fadenstopper auf der Geflechtschnur. Da taucht dann häufig das Problem auf, dass die normalen Stopperperlen, die dabei liegen, eine zu große Bohrung haben und drüber laufen. Jetzt habe ich hier so eine kleine Perle, die ist für was anderes gedacht, die zeige ich euch gleich nochmal. Die ist von der Bohrung ganz fein. So, Pose. Das wird jetzt hier, wenn die Pose noch feucht ist, kriege ich wahrscheinlich die Schnur da wieder nicht durch. Ich drehe die einmal. Lang genug. Habe ich eine Chance.
Und das hier im Wind. Nö, brauche ich einen Fehler. Und ich habe keinen mit. Herzlichen Glückwunsch. Was machen wir denn nun? Ich habe jetzt erstmal keine Idee. Ich habe keine Schnur mit, um mir einen Einfädler zu bauen. So hier, echte Probleme am Wasser, ne? Schon unterwegs gewesen an der Kante jetzt hier, um zu gucken, ob da irgendwo alte Schnur rumliegt. Jetzt haben wir hier so ein bisschen altes Netzmaterial gefunden. Ja, das wird aber dann hart erarbeitet, der Hering hier. Ja, so, ich baue mir einen Einfädler. Von der Länge her könnte das genau klappen. Ich decke die jetzt nur einmal, ich glaube, das habe ich schon mal gezeigt. Ist durch. Ja, so, beide Enden unten. Jetzt habe ich da oben die Schlaufe. Zur Pose nochmal, die müssen nach oben immer schön dick sein, damit die schön hüpfen. Na, Pose so rum, schlank oben, geht nicht so gut. So. Diesen Film nennen wir, wie bekommt man der Tau durch die Pose. So, dann muss ich auch mal loslassen. Ja, jetzt werde ich aber gleich nochmal Heringe fangen. Bin ich stolz auf mich. So, den packen wir gleich mal mit in die Angeltasche, ne? Den Einfädler. Und ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt hier so rumgewühlt habe. Ja, klar, ne? Perle und Wirbel weg. Hatte ich auf die Tasche gelegt, habe ich aufgeklappt. Richtige Helden sterben zuletzt. So. Ein Wirbel habe ich hier noch. Das geht auch. Da. Ja, Niki, und du lachst nicht über mich da die ganze Zeit. Hör mal auf da. Gib mir so eine Mühe hier, so einen Angeltaufilm zu machen. Jetzt müssen wir den Stopper mal wieder ein bisschen auf Höhe bringen. Und dann wollen wir mal angeln hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. An der anderen habe ich bestimmt schon einen Hänger. Da kommt noch ein Buckel. Ups. Dank. So Länge kann man so, ups, abgefallen am unteren Haken eingeklinkt. Habt ihr das gesehen? Das kann auch nicht jeder. Oh, an der anderen Angel habe ich auch Biss. Oh, jetzt geht das los. Komm noch mal. Niki, auch Biss? Niki, sag mal, ich habe hier noch gar nichts so richtig erzählt. Vorfächer will ich gleich mal. Da, guck mal, schon wieder Biss. Da. Jetzt kommen sie. Ah, ganz dicht dran, Niki. Ja, ja. Versuch mal. Ja, ich hab auch. Du auch? Haben wir eben noch gesagt, ne? Ja, guck mal hier. Was für ein schöner Biss da. Ein Zweier oder ein ganz dicker? Einer abgegangen. So, wenn die Phase denn da ist, dass ein Schwarm auftaucht, muss man auch mal ein bisschen Hackengas geben, wenn man dann mal eine Mahlzeit fangen will. Und wenn man hier ja so eine Mahlzeit zusammengesammelt bekommt, so 10 Heringe oder so, dann ist es auch richtig gut gewesen. Ich mache mal die zweite Angel auch ein bisschen kürzer. Obwohl, da draußen hatte ich auch Biss. Ich bin hier eben einfach ein bisschen dichter an die Kante gegangen. Mache ich den Kameramann einmal weg. Oh, ja, Olli kann das nicht anders. So, gucken wir mal, ob die jetzt alle hier kurz reingelaufen sind. Na, Schwarm schon wieder weg, wa? Jetzt hoppeln die Posen auch richtig schön in der Welle, ne? Und dieser Effekt ist einfach, ja, einfach gut. Ah, ausgestiegen. Aber mal gucken, vielleicht ist da noch einer. Ich glaube, das war ein ganz großer. Das war der Überhering, jede Wette. Hast du das gesehen, wie der die Pose weggenagelt hat? Ja. Der war so groß, der ist nur mitgeschwommen am Grund. Der hört mal auf zu lachen. Ich habe noch gar nicht gemerkt, was er dran war. Nee, nee. Also, ab und zu ist er noch mal einer. So,
Wir wollten ja über die Vorfächer noch mal kurz schnacken, ne? Ich habe jetzt hier zwei unterschiedliche Vorfächer gefischt und die haben heute beide gleich gut, ich sag mal gut geliefert, weil im Schnitt, ihr wisst ja hier, wenn viele Angler da sind, irgendeiner will ja immer am meisten fangen. Das kriegt man ja aus Anglern nicht raus und ich glaube, wir haben hier heute recht gut gefangen. Auf jeden Fall in der Phase, in der wir hier geangelt haben. Vorher ist wohl besser gefangen worden, aber ja, wir haben gut gefangen für die Bedingungen. Und Vorfächer, das hier ist jetzt so, das ist holographisch, das hat so, und jetzt wird schwer, ne? Das zu zeigen, diese kleinen Haken. So echte Fischhaut, bisschen Glitterfolie und oben so einen ganz kleinen grünen Punkt drauf. Dieses Vorfach ist häufig gut. Und das ist, ihr wisst es, ist kein Spruch. Ich bin da nicht so der Werbeheld, wenn ich das Holographic nicht dabei habe. Und kurbel ich das Ding noch mal raus. Ja, da hänge ich natürlich jetzt in den Stein fest. Ne? Oh. So, und hier habe ich die Larve drauf. Die Larve hat diese grüne Haut. Wo ich mal gesagt habe, hier, das ist Fischhaut, habe ich wirklich gedacht, das ist Gummi. Das ist so ganz feiner Gummi. Und wahrscheinlich passiert da, wenn die sich bewegen, die vibrieren so ein bisschen mehr, da ist ein bisschen mehr Bewegung drin. Und da war letztens ein Kunde im Geschäft, der sagte, der kam rein, ich brauche mal erotische Heringsvorfächer. Ich glaube, die hat er gemeint. So, die haben 6 Haken. Die sind nicht überall erlaubt. Wir dürfen hier so viele Haken ranhängen, wie wir möchten. Aber in Kappeln zum Beispiel 5 Haken vorgeschrieben. Immer mal nachzählen, nicht, dass es ja nachher Ärger gibt. Zum Hölzel hier, also das Klane, und das könnt ihr euch dann ja vorstellen, das Blei, geil ist es, wenn man das so ausgebleit bekommt, dass es so gerade am Grund steht. Und durch die Posenbewegung hat man dann immer diesen Effekt drin, dass es kippt. Und wenn die Heringe dann nehmen, dann wollen die vor dem Gewicht weg und haken sich selbst. Fantastische Angelei. Pose hier, die finde ich auch gut. Ich finde heute alles gut, ne? Aber es ist so. Form fantastisch, oben dick. Schnur muss von oben durchlaufen, dann wackeln die besser. Wenn die Schnur unten durchläuft, ja, nur noch halb so gut. Und die schlanken Bleie, oh ja, super. Wenn man 2 Heringsvorfächer nacheinander zeigt, gibt der Tüdel. So, hier so ein schönes Loch hier im Stein. Wenn das jetzt hier so ein normales Heringsblei wäre, das fällt da rein und dann zieht ihr einmal und dann ist es fest. Kann man hier nicht angeln. So ein Hölzel, schlank, geht wieder raus. Da habe ich dann so ein schlankes Dropshot-Blei dran, kann man auch machen. Ja, und wenn ihr das so macht, wird das was. So, und dann hier, wirklich, hier, Nordseeheringe. Die kann man, ups, ja, Olli, ja. Apport. Ja, ganz schön große Fische. Wir haben irgendwie 10 Stück zusammengesammelt. Das ist eine ordentliche Mahlzeit. Mehr brauche ich persönlich auch nicht. Und unser Ziel ist, Fisch geht weiter. Bleibt fit. Bleibt zuversichtlich. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, wir machen weiter. Bye. Ja, guck mal, da rubbelt noch einer los. Na. Noch ein 2er zum Abschluss. Guck mal her. Ja, sauber. Und wieder alles vertüdelt und die Biester. Geil, ne? Freue ich mich.